Guck, morgen Jungs und andere, die meine Petition für Gurkistan unterschreiben. Heute gibt's Grand RP mit richtig guter RP und alles voll RP und Autos in RP und Vollzeitarbeiten RP und wow, was ist das? Ist das Liken und Abo? Und natürlich eure Lieblingsgurkenlimonade kommentieren. Bitch. Henry! Ah, Jungs, ihr seht schon. Hört ihr den Sound? Das schreit schon förmlich Grand RP. Ich war so ewig lang nicht mehr auf Grand RP, dass ich irgendwie ein bisschen vergessen habe, wie dort das Feeling ist, des RPs ist, wisst ihr? Ja, mir fehlen so ein paar tausend Dollar. Könnten sie mir eventuell leihen, damit ich hier weg kann und einen dieser fantastischen Mietwagen einfach benutzen kann? Ich würde dir auch deine Nerdbrille lutschen, wenn du willst. Alles klar. Warum machst du das? Oh Mann, ey, wie komme ich jetzt erstmal hier weg? Das ist die größere Frage. Ey, Kollege, weißt du, du kommst gerade aus dem Gefängnis, bist wahrscheinlich auch gerade knapp bei Kasse, oder? Haben Sie ein bisschen Geld für mich? Gott verdammt, dieser Dreadlock hat mir gerade einfach meine ganze Bettlerei einfach versaut. Ja, okay, gut, ich will ein bisschen Geld. Ich auch? Ja, jetzt kommen hier 50 Leute, schon klar, dann werden alle Geld. Du bist ein Cockblock, weißt du, du bist ein Moneyblock. Und deine Friese ist auch totale Krise. Muss ich mir echt ein Taxi kommen lassen? Wir haben Spaß! Ich zah. Ich ua. Nein. Ich zerhüll. Zahl! Extra, wenn du Leute umfährst. Mal schauen, wer annimmt. Er hat's nicht mal gelesen. Wie heißt du denn? CH? Ist dein Name zufälligerweise CH? Ziemlich dünne Beine. Skippen Sie Leg Day? Wie skippen Sie Leg Day, Digga? Die sind muskuliert. Ich streck's ja extra raus für dich. Was halten Sie von seiner Muskulatur? Ist die eher beeindruckend oder eher schwach? Schwach? Halt mal dein Maul! Ja, also stimmt schon irgendwo. Irgendwas hat schon recht. Taxifahrer, retten Sie mich! Taxifahrer hat dich gerade geschlagen, Bro. Nenn mich nicht Bro, du hast keine Brüder. Selbst die Katze muss ausgestopft werden, damit sie an dir klebt. Wohin fahren wir eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube zu meiner Family. Ich liebe deine Family. Sweet home Alabama! Bro, du bist halb nackt, was laberst du eigentlich? Alabama's loving you! Wissen Sie, das ist die angenehmste Taxifahrt, die ich seit langem hatte. Der fährt echt entspannt. Ja, es liegt auch daran, dass der Taxifahrer endlich mal die Fresse hält. Okay, der war Gott. Schau auf die Blume, Missy. Schau auf die Blumen. Zeigen Sie mal aus, Kollege. Achso, wir sind in der Greenzone, ist ja beschissen. Komm mal aus der Greenzone raus. Können Sie vergessen. Ich habe das Gefühl, er wollte dich einfach gerade eben umbringen. Das war eiskalt. Achso, Taxifahrer, ich habe Sie übrigens eiskalt verarscht. Sie kriegen gar nichts. Ja, versuch mich mal abzuholen. Oh mein Gott. Lass ihn einfach hier, das wäre böse. Scheiße, Mann. Oh nein, nein, hab mein Herz. Du hast mein Herz, er war so korrekt. Ich halte die 151.000, wenn du zurückfährst und die vergibst. Das ist einfach nur das, was Jesus gelehrt hat. Komm, einfach vergeben. Suche Jesus. Wenn sie mich jetzt umbringen, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich zahle doch gerade die ganze Zeit anständig. Ich zahle anständig, ich schwöre es. Okay. Keine Sorge, ich zahle immer noch. Ich bin immer noch reich. Sie können ihn einfach stehen lassen. Der wollte hier sowieso hin. Ich weiß nicht so. Hupen Sie einmal, wenn Sie reden wollen. Hupen Sie zweimal, wenn Sie nicht reden wollen. Alles klar, Sie haben sich für die Redevariante entschieden. Das ist kein Problem. Ich kann durch dir nicht reden, weißt du? Das ist... Okay, nein, ich hab gelogen. Ich hab gelogen. Ich halt die Fresse. Jo, Jungs. Oh, scheiße, das ist er. Hast du Bock auf den Raub? Ich brauch einen Geiselnehmer. Der Taxifahrer, der ist richtig brutal. Der hat schon zwei seiner Gäste umgebracht. Ich frag mich, warum ich am Leben behält. Ich glaube, ich bin sympathisch. Taxifahrer, hast du Bock, einen Raub zu machen? Ich geb dir auch Geld dafür. Ich geb dir mehr als eine Stunde Verdienst. Oh, er sagt, er gibt dir mehr als eine Stunde Verdienst von mir. Oh, okay. You don't f*** around, ich sehe schon. Ein Mann mit Prinzipien. What the fuck, Sir? Sind Sie der beste Taxifahrer auf dieser Insel? Alles klar, ne? Digga, ich küsse dein Herz. Schönen Fahrt noch, ne? Er denkt, dass ich ein Trinkgeld gebe, aber ich habe Gott sei Dank so getan, als ob und dann nicht. Kann man Ihnen helfen? Nee, ich fand nur, du siehst ein bisschen komisch aus. Alles passt schon. Haben Sie da absichtlich so einen Schnitt in die Mütze reingemacht, sodass Ihre Haare so durchschauen? Der Typ in Weißheitsfreund hat mich geschossen, Digga. Und dann lass dich nicht aufhalten von mir, ne? Schönes Business. Ich finde, ich sollte einen kleinen Anteil kriegen, weil ich ihn aufgehalten habe. Weißt du, auch wenn ich es nicht wusste, aber ich habe ihn aufgehalten. Oh, ich küsse dein Herz. Ich lasse es fließen, als wäre es etwas, was mein Bein runterfließt, was ich nicht genau spezifisch beschreiben darf. Rechtlich gesehen, hier das Dokument. Don't make me so cock. Kannst du auch für Lil Nas X zu hören, Digga? Sex. Verlorene Jugend. In deinem Alter war ich noch nicht so homo. Das habt ihr nicht gesehen. Kollege, ich brauch dich eventuell so. Bist du bereit für einen knallharten Auftrag, mich irgendwo hinzufahren? Ja. Knallharter Auftrag, ich habe meinen Führerschein verloren. Warum? Keine Ahnung, ich kann eigentlich Auto fahren. Verstehen Sie, wie das ist? Ja. Wissen Sie, wie das zu nochmal ist? Jede Zelle in meinem Körper schmerzt, weil ich Führerschein machen muss, Digga. Wieder und wieder. Jetzt sagen Sie was, das schmerzt auch, wenn sie so still ist. Alles klar, Kollege, das war's mit deinem Trinkgeld, ne? Aber trotzdem danke, ne? Trinkgeld kannst du dir sowas von streichen, natürlich durch die Behandlung von mir, weil ich fühle mich psychisch und emotional geschändet von dir. Ich will nur, dass du es weißt, ja? Ja. Jetzt fahr weiter. Ja, so dachte ich mir, du bist mein Hund. Ich kann Leute behandeln, wie ich will hier auf diesem Server. Das ist eine Freiheit, ich kann die randomste Scheiße machen. Where are you going? Home. Where's home?
Home, a place where I can go. Habe ich die Prüfung schon verschissen? Ich habe bisher keine Fehlermeldung gesehen und hier wurde ich schon bei 107 und so alles war. Ich hoffe, ich habe es nicht verschissen. Driving home for Christmas. More driving home for Christmas. Sir, ich bin gerade am Führerschein machen. Wenn sie mich nicht versuchen würden anzurempeln, wäre ich ihnen sehr verbunden. Ich hasse Menschen. Also ich hoffe, es zählt einfach, dass ich meinen Führerschein kriege. Führerschein abgeschlossen, Führerschein bekommen. Nee. Komm her, Alter, ich brauche ein Bier. Huncho Rodriguez! Hallo. Guten Tag. Waren Sie einmal billiger? Machen Sie einmal billiger. Es geht leider nicht. Ah, okay. Wann soll ich Sie fahren? Ah, mein Bin in der oben im Pavillon. Okay. Wie ist denn Bruder? Wie bitte? Wie ist denn der Bruder? Ich hab keine Bude. Nein, wie der Beruf so? Ist okay, aber man verdient wenig Geld, muss ich sagen. Wenn niemand einmal so ein bisschen schlecht, aber ist okay. Haben Sie nicht mal? Ja. Was machen Sie beruflich? Ich lerne Deutsch. Sie lernen Deutsch? An Kinder, ja. Wow, toller Beruf. Wen hab ich denn da reingehört? Aber telefonieren die gerade? Ja. Oh, einmal, nur danke, ich muss mit dem Reparatur kann mit meinem Rollen. Hallo? Ja? Ah, hören Sie mich noch? Ich will mit dem Mangel neuer wegen wollen. Ich rufe mal meine Frage. Haben Sie Frauen gehen? Ja. Die Tochter ist 3, der Sohn ist 4. Oh. Eigentlich Mama. Nee. Nur mal einen Job. Ich soll Ihnen ein bisschen Geld geben dafür. Vielen Dank. Ich mache auch nur meine Bilder, wenn ich einen anderen. Dankeschön. Will ich noch einen schönen Tag, ja? Jedenfalls, Dankeschön. Ich habe mit Abstand gerade eben die weirdeste Fahrt meines Lebens hinter mir. Schwanni lecken. 8000, jawoll. Oh, was ein Glück ich habe, aber. Andere Seite driften. Oh Mann, ich muss das alles ein bisschen... Ach komm! Drift nur ein bisschen. Dankeschön. Oh, finally. Oh, hier ist jemand. Eifel! Hey, ich hab gar nichts. Was willst du von mir? Sag doch, was geht! Mein Grill. Oh. Gut, dann chilli billy wir mal, bis ein Krankenwagen kommt oder ich endgültig verrecke. Ah, medizinisches Team hat deinen Anruf entgegengenommen. Sei in der Nähe, ich habe nur 38 Sekunden, Sir. Oh. Was suchst du am Hotel, mein Lieber? Da stirbt niemand. Was suchst du dort? In 38 Sekunden schaffst du so einen Scheiß zu mir. So you see, if you f**k around, you in fact find out. Moin, Jungs. War schön, mit euch ein Zimmer zu teilen. Nee. Oh, f**k around, find out, f**k around. Ja, Mensch! Der Charme von GTAP, wenn das doch nicht den Zwang hätte, dass du arbeiten gehst. Oh, Digga, da sind schon ein Haufen an Leute. Hab ich eine Hose? Ich hab mir sogar eine Hose angezogen. Skinny Jeans. Pff. Ich hab das gut gehört, aber nicht getriggert gefühlt. Ey Junge, du versorgst mir gerade mein geiles klasse RP. Frisch gekocht und gesalzen mit ein bisschen Würze. Nein, geh zu Fuß, du Obdachloser. Du bist obdachlos, wirklich Mann. Vielleicht beschmeiß ich dich mit Pfandflaschen. Entschuldigung, der Herr, dürfte ich fragen, so circa wann es losgeht? Hallo? Entschuldigung. Er hat Angst, die wollen nicht mit uns reden, die sehen uns noch als niederen Volkes an. Der Herr mit der Puma-Muster? Ja, das ist ein Leopard. Stellen Sie doch bitte in die Reihe. Ich bin in der Reihe, ich frag mich... Muss man jetzt irgendwas hierfür lernen? Du solltest lernen, Abstand zu halten, das ist ganz wichtig, wenn du hier mitmachen willst. Eigentlich war der Pinky doch direkt hinter mir, warum sind jetzt die zwei Kinder eigentlich hinter mir? Wie ist denn das passiert? Ja, jetzt auf einmal bewegen sie sich alle ganz schnell, ne? Ich hab die jetzt hinter mich gedrängt. My name is Ong. Der wollte mich wieder überholen, jetzt schmeckt das so gar nicht. Warum zielen Sie? Ja, Herr, wie kann man Ihnen helfen? Ich wollte wissen, warum er auf mich gezielt hat, einfach so. Sie sehen doch hier die ganzen Zivilisten. Der Schuss der Zivilisten ist so die Nummer 1 hier. Hä? Und, ja. Digga, what the fuck? Okay, interessant. Einmal bitte aufrücken, alle. Ich kleb den doch am Arsch, ey. Eventuell hatte ich heute ein bisschen so einen schönen Döner mit extra viel Knoblauch, aber ich hoffe, das stört dich jetzt nicht so. Nee, also riecht lecker. Ja, ich rieche halt aus dem Mund noch Knoblauch, du hast den Achseln, das ist absolut normal. Wir können ja mal deine Nasenhaare mit meinen Arschern zusammenknoten. Okay, der war nicht schlecht. Dann einmal die nächsten 3, bitte. Let's go. Kommen Sie zu mir hier in die Mitte. Alles klar. Ich bräuchte einmal einen Reisepass, weil Sie haben ein Mauertattoo, das geht natürlich nicht. Deswegen ist hier schon quasi vorbei für Sie. Hallo, mein Name ist Henry Goku und meine Pronomen sind langer Penis. Ich wollte eigentlich jetzt nur fragen, wie das hier eigentlich aussieht, wie man das alles so machen kann. Ja, Sie dürfen nächste Woche wiederkommen. Dann alles klar, mein Name ist Henry Goku und meine Pronomen sind langer Penis und ich gehe jetzt. Ah! Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin eure Gurke. Man sieht sich. Adios, ich hoffe, ihr habt einen schönen Wochenende. Tag. Ist heute Freitag? Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die